immer dem Ball hinterher. Fußball ist bei weit mehr als 2 Millionen Kindern hierzulande die Sportart Nummer 1. Bei ihnen ist Fußball immer in Mode. Und es ist kaum zu glauben, dass es einmal eine Zeit ohne Fußball gegeben hat. In Deutschland ist das gerade mal gut 150 Jahre her. Als 1874 ein Lehrer in Braunschweig Fußball in seinen Lehrplan aufnimmt, ist die neue Mode aus England verpönt. Die Fußlümmelei sei eine englische Krankheit, heißt es. Bei den Gymnasiallehrern des Kaiserreiches stoßen die neuen Sportideen von Konrad Koch auf Widerstand. Der Pädagoge hat anfangs Schwierigkeiten, selbst einfache Übungen wie Fußballspielen im Kreis zu unterrichten. Und zum nächsten. Heute spielen schon Kinder im Vorschulalter Fußball, wie beispielsweise hier bei den Kölner Ballinos. Und schon die Kleinen zeigen Geschick, Wettkampf und Teamgeist. Dazu kommt noch Zufall, also alles, was den Reiz des Fußballs ausmacht. Mädchen sind nach wie vor in der Minderzahl. Besonders die Jungs werden vom Fußball magisch angezogen, zur Freude der Eltern. Meinem Sohn macht es deshalb so viel Spaß, weil er sich bewegen kann, den Ball tatsächlich dabei hat, mit seinen Freunden hier zusammen ist. Bewegung ist mir und uns besonders wichtig, gerade also heutzutage ist das nicht mehr selbstverständlich, ne? Aber die Kinder brauchen das ganz, ganz dringend und das hier ist ein guter Rahmen dafür. Erstmals in Mode kommt der Fußball in Deutschland um das Jahr 1900. Die Spieler sind Amateure aus dem Bürgertum, tragen aber schon erste Länderspiele aus. Im Handbuch der Ballspiele werden sie zu Anstand und Sitte verpflichtet, denn sie spielen für das Deutsche Kaiserreich. Unerreichtes Vorbild bleibt England, wo 1923 das riesige Wembley-Stadion eröffnet und für die englische Wochenschau gefilmt wird. Immerhin ist Fußball da auch bei uns schon die beliebteste Jugendsportart. Die Lust am Kicken spürt jeder Spieler. Weil die Regeln des Spiels einfach sind, ist Fußball aber auch interessant fürs Publikum. In den 1920er Jahren kommt Fußball bei deutschen Arbeitern in Mode und wird schnell zum Massenereignis, das Ideologen für sich nutzen. Und es sind Arbeiterfußballvereine, die sich im Nationalsozialismus als erste den rassistischen Regeln der neuen Machthaber anschließen. Nach dem Krieg dann das Wunder von Bern. Die deutschen Amateurspieler gewinnen die Weltmeisterschaft und Fußball wird zum Nationalsport. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Deutschland ist Weltmeister! Der Erfolg in Bern sorgt für ein neues Selbstwertgefühl. Und das zeigt Wirkung. Meisterschaften von Amateur- oder später Profimannschaften haben schon seit jeher Kleine und Große animiert, selbst in der Freizeit zu kicken. In den 1970ern sind es Profifußballer wie Günter Netzer, die den Sport in Deutschland noch populärer machen. Trotz eines Bestechungsskandals, in den die halbe Bundesliga verstrickt ist. Mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 1974 machen Beckenbauer, Müller und Co. Fußball wieder neu zur Mode in Deutschland. Seitdem ist Fußball Kult in Deutschland und Mitfiebern Pflicht. Und der verpönte Schmuddelsport von einst setzt heute nicht nur die Spieler, sondern ganz Deutschland in Bewegung. Dabei hatte alles ganz klein angefangen vor über 150 Jahren. Mit einem Ball und viel Spaß. Das hat mir sehr gut gefallen. Und weil wir heute in Spendierlaune sind, spendieren wir hier einen Abo-Button. Einfach draufklicken und den Channel abonnieren. Und weil das immer noch nicht reicht, haben wir hier noch einen Film und da noch einen Film. Wow, wir sind wirklich großzügig heute. Nur für Sie.